Guten Abend, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe eine Reihe von Videos gemacht zu verschiedenen Themen und immer wieder tauchen darunter Kommentare auf, die in respektloser und freundlicher Art und Weise daherkommen, mich als Nazi diffamieren, als eine Person, die sich nicht von AfD oder Querdenkern distanziert, die wirres Zeugs verbreitet, was auch immer. Also alles Dinge, die ich selbst für völlig abstrus halte. Und wo ich auch echt ein Problem mit habe, dazu irgendetwas zu sagen. Weil die so aus der Luft gegriffen sind, dass ich wirklich nur sagen kann, wer mich kennt, der kann sowas nicht glauben. Sowas einfach nicht glauben, was mir hier an den Kopf geworfen wird. Es ist dermaßen ein abstruser Unsinn, dass mir dazu keine Entgegnung einfällt. Mir geht es um ein Thema, welches ich diskutiere, zu dem ich Fragen stelle und Antworten erwarte. Und das scheinen einige Leute hier verlernt zu haben, wie man eine Debatte führt. Ich bin weder ein Volksverpetzer, noch ein Volkslehrer, noch sonst irgendwie was Komisches mit Etikett auf der Brust, ja. Ich gehöre auch in keine Schublade. Ich bin ein ganz normaler Mensch unter vielen anderen. Und es mag sein, dass ich mit der einen oder anderen Frage mich in eine Minderheitenposition begebe, was ja auch völlig normal ist in einer offenen Demokratie, in der jeder seine Meinung sagen darf und Fragen dazu stellen darf. Und dann erwarte ich einfach demokratische Gesprächspartner, die mit mir diskutieren, ja, die mich nicht mundtot machen wollen. Mich kriegen sie nicht mundtot, habe ich schon mal im anderen Video gesagt. Müssten sie mir den Mund zunähen oder mich ins Lager verbringen oder sonst wie was. Ich habe auch schon gelesen, machen sie doch mal eine Therapie. Wissen sie was? Die schicken mich nach Hause, weil die gar nicht wissen, was sie mit mir machen sollen. Weil ich so dermaßen normal bin, im Vergleich mit manchen von diesen Leuten, die da unter meinen Videos kommentieren, dass ich wahrscheinlich den wenigsten Therapiebedarf von allen habe. Und noch was. Meine Ausbildung, alles, was ich mein Leben lang gemacht habe, macht mich zum Profiteur der vierten industriellen Revolution oder wie das Ding heißt, ja. So, mit all seinen Chips, Sensoren, Programmierung, Hardware, Computer und so weiter und so fort. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht als das, ja. Und diese Posten sind zum Teil unbesetzt, weil es kein qualifiziertes Personal dafür gibt. Ich hatte nicht vor, da nochmal Fett reinzuhauen und jetzt Jeff Bezos und anderen, die in der Oberliga dort spielen, irgendwie behilflich zu sein. Sondern ganz im Gegenteil. Ich wollte meinen Schülerinnen und Schülern dabei helfen, dort irgendwo Fuß zu fassen in dieser neuen Welt, die sich gerade auftut. Ich wusste nicht, dass sie sich jetzt so schnell und so rasant vor meinen Augen entwickelt und unter diesen Bedingungen. Und ich möchte auch, dass diese Welt demokratisch bleibt. Ja, also ich kann es gar nicht fassen, was hier gerade abgeht. Und das zu kommentieren, ist die Pflicht eines jeden Menschen. Ja, da möchte ich sie auch nicht ausnehmen. Und auch schon gar nicht diejenigen, die mich hier die ganze Zeit beschimpfen. Die müssen noch mal fett nachdenken, um mal zu merken, was sie da überhaupt tun. Ja? Sie kritisieren nämlich den Menschen, der ihnen selbst am meisten hilft, aus dieser ausweglosen Situation herauszukommen. Ich bin derjenige, der von Anfang an gesagt hat, lassen Sie sich nicht beeindrucken von Leuten, die Ihnen Angst und Panik einjagen. Das ist selbst in der größten Not das Dümmste, was Ihnen passieren kann, glaube ich. Ja, manchmal, wenn der Säbelzahntiger angerannt kommt, dann ist es schon ganz gut zu laufen. Aber diese Situation haben wir nicht mehr in unserer modernen Gesellschaft. Wenn irgendjemand etwas Böses tut, ihnen gegenüber, oder sie in eine
Zwangslage bringt, wie zurzeit unsere Regierung, das ganze Volk, die ganze Bevölkerung, die, nennen Sie die Menschen, wie sie wollen, ja, die Wähler, die, die werden schon einen Ausdruck dafür haben, in eine Zwangslage bringt. Die Leute stehen mit dem Rücken zur Wand, sie verlieren ihre Existenzen, sie fühlen sich nicht wohl, sie merken, dass ihre Grundrechte ausgehebelt werden. Und dann kommen da irgendwelche lächerlichen Kommentare unter meinen Videos, die eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass sie Angst und Panik haben, vor was auch immer. Aber es sind häufig einfach nur andere Ängste, als ich sie habe. Meine Ängste sehen Sie in meinen Videos, sehen Sie in jedem meiner Kommentare. Ich habe Angst vor diesen gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich hier auftun. Ich habe Angst vor dieser Art der Globalisierung, wohin das führt. Dafür habe ich schon ein Wort mehrfach verwendet, was ich immer noch für richtig halte, was ich aber nicht mehr ausspreche. Das ist jetzt mein Zugeständnis an die Mäßigung eines Lehrers, ja. Aber diese Gesellschaftsordnung, die sich da international jetzt auftut, die wollen Sie auch nicht haben. Wirklich nicht. Also bitte, meine Videos sind Denkanregungen für Diskussionen. Und ich als Person möchte nie wieder diskreditiert, diffamiert, beleidigt werden und was auch immer noch da unter diesen Videos steht. Ich behalte mir es vor, diese Kommentare unbeantwortet zu lassen oder auch gleich wegzulöschen, wenn sie zu drastisch ausfallen. Ich kann Ihnen auch verraten, es gibt auch Kommentatoren, die ihre Kommentare gleich selbst wieder weglöschen, weil sie genau wissen, wenn ich dieses Ding an Google schicke oder an sonst wen, dann würden sie wahrscheinlich auch ein Problem damit kriegen, weil das wirklich unter Hetze und Hass fällt. Und den habe ich nicht verdient. Weder die Hetze noch den Hass. Genau. Das haben Sie richtig gehört. Die wollen Sie nicht und den will ich nicht. Und ich habe in den letzten Wochen vermehrt darüber nachgedacht, wie wir rauskommen aus dieser Falle mit diesem Hass und der Hetze in den sozialen Netzwerken. Und das wäre nach meinem jetzigen Diskussionsstand relativ einfach. Nur noch unter Klarnamen kommunizieren. Ja? Ich brauche überhaupt gar keine neuen Gesetze mehr, wenn diejenige Person, die diesen Mist schreibt, sich dort zeigen müsste. Mit ihrem echten Gesicht. Ja? Mit ihrem echten Namen. Die dafür gerade zu stehen hat, für das, was da steht. Die direkt von allen anderen angesprochen wird und sagt, und die würden dann sagen, was hast du da geschrieben? Lies das doch selbst nochmal, was das für ein Mist ist. Das regelt sich von ganz allein, im kleinen Kreis. Ja? Also diese Anonymität, die wir zurzeit hier haben in YouTube, dass also die ganzen Hetzer und Hasser hier unter Pseudonym auftreten dürfen, ist nicht in Ordnung. Ja? Da gibt es ja so Stiftungen wie Amadeu, Antonio und wie die alle heißen, die könnten sich eigentlich mal um sowas kümmern. Um diese extremistischen Hetzkommentare. Und denen würde ich dann einfach mal sagen, guckt doch mal, was da für komische Leute unter meinen Videos posten. Kümmert euch doch mal bitte um die. Das sind echte Hetzer und Hasser. Ja, so sehen die aus. Die zeigen ihr Gesicht nicht, sie sagen ihre Meinung nicht, ne, sondern die hauen nur auf Personen rum. Und die würden sich darüber freuen, wenn ich meinen Job verliere. Die würden sich darüber freuen, wenn sie mich in den Knast stecken. Die würden sich wahrscheinlich noch darüber freuen, wenn man mir die Wohnung wegnimmt. Die würden sich darüber freuen, wenn ich in ein Lager deportiert würde. Ist das jetzt eine Unterstellung? Nein, das ist die logische Folge von dem, was sie hier gerade tun. Das fängt immer an mit diesen miesen Sachen, mit diesem Psychoterror, der sich da offenbart. Das ist Psychoterror. Jetzt können Sie sagen, okay, vielleicht nur im Kleinen. Verniedlichen Sie das nicht. Das fängt immer so an. Und es geht immer heftiger weiter. Und die Entwicklung, die wir jetzt hier gesehen haben, in dieser Diskussion, in dieser öffentlichen, sehr unheilvoll. Sehr unheilvoll. Für mich untragbar. Ja. Ich kann das nur aushalten, weil ich schon ein älterer Mensch bin, der schon eine ganze Menge Lebenserfahrung hat und der weiß, wie das einzuschätzen ist. Ich kann auch ziemlich gut das Alter rauslesen aus diesen Kommentaren. Ja? Die Unreife ist
bei 30, 40 Jahren weg, da lauten die Kommentare anders. Ja. Da gibt es auch keine Leute, die sich dann noch ein weiteres Video von mir angucken. Die kommentieren einmal und sind dann weg. Aber diese Dauerkommentare hier von Leuten, die sich permanent zu mir äußern und das immer wieder mit abfälligen, respektlosen Kommentaren. Das ist Psychoterror, sorry. Ja. Das will ich nicht mehr. Ich werde die Dinger jetzt sammeln. Was ich dann damit mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht noch ein weiteres Mal thematisieren anhand von konkreten Beispielen. Also überlegen Sie sich, was Sie schreiben. Dankeschön.